Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie gegen Leverkusen. Ich begrüße die beiden Trainer, Xavi Alonso und Niko Kovac, und darf den Gästetrainer zunächst um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, heute war sehr, sehr stark Sieg für uns. Wir waren bereit, ein hartes Spiel zu haben hier in diesem Stadion. Die Wolfsburg hat alle Spiele gewonnen und das war erwartet. Und erste Halbzeit war hart. Nach unserem ersten Tor Wolfsburg hat uns gedrückt. Aber zweite Halbzeit war besser. Wir haben besser kontrolliert, besser Überwindung die Spiele, die aufbauen und zwischen der Linie auch. Und genug Chancen haben, die dritte Tor zu schießen. Aber am Ende, glücklich mit dem Save von Lukas, konnte der Unentschieden sein, aber am Ende ein super Sieg für uns. Weiter zu machen, in guter Mut, gute Energie, aber wir stoppen nicht. Vielen Dank, Niko, dann darf ich dich um deine Einschätzung bitten. Ja, Xavi, beziehungsweise Bayern 04, Gratulation. Ich finde, Xavi hat das gerade richtigerweise gesagt, die erste Halbzeit, gerade nach 10 Minuten, da war es nicht so gut, die ersten 10 Minuten, aber dann haben wir, glaube ich, schon die Kontrolle übernommen, beziehungsweise schon auch gut nach vorne gespielt, das ein oder andere an guten Möglichkeiten herausgespielt, haben uns leider selbst nicht belohnt, zum Beispiel mit der Chance von Thiago Thomas, wo er alleine im Grunde genommen vorm Lukas steht. Wenn der Ball reingeht, dann sieht es auch ganz gut aus, wobei wir dann schon auch das 1-1 uns redlich verdient haben. Ich finde auch, dass die Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht hat gegen eine wirklich tolle Mannschaft, gegen einen guten Gegner, einen sehr guten Gegner. Man kann Leverkusen, egal ob man zu Hause spielt oder auswärts, nicht über 90 Minuten so bearbeiten, wie wir es ja gerade auch in der ersten Halbzeit getan haben. Es war meines Erachtens für uns eine unglückliche Niederlage. Ja, ich glaube, dass da schon mit ein bisschen Glück etwas mehr drin gewesen wäre. Was mich absolut ärgert, sind die beiden Gegentreffer, die zu vermeiden waren. Denn du hast beim ersten Tor hast du einen eigenen Freistoß, der schon von Hause aus schlecht hereingebracht wird. Das heißt, Jonas kann den Ball nicht richtig treffen. Dann bringen wir den Ball zurück und verteidigen dann die Tiefe nicht. Und dann verteidigen wir auch noch nicht den Frimpong dort am zweiten Pfosten. Und beim zweiten Tor haben wir einen klaren Ballbesitz, wie auch in Stuttgart zweimal. Laufen dort in einen Konter hinein, weil wir schon in einer Vorwärtsbewegung waren und den Ball sinnlos dort verlieren. Das ist das, was mich ärgert, aber ansonsten kann ich der Mannschaft wirklich nur ein Kompliment aussprechen, dass sie heute gegen eine gute Mannschaft alles versucht haben, aber leider hat es nicht gereicht. Vielen Dank, dann bitte ich um kurze Handzeichen. Starten wir vorne in der zweiten Reihe. Ja, Herr Alonso, Sie haben eben gesagt, dass Sie in der zweiten Halbzeit die Kontrolle wiederbekommen haben. Das ist vor allem genau in dem Moment passiert, als Flo Wirtz reinkam. Das war sicher kein Zufall, oder? Ja, heute Flo hat einen sehr, sehr wichtigen Impact in unserem Spiel. Wir haben besser kontrolliert. Er hat Bewindung mit Pala, mit Ranit, auch Jonas. Und einige Pass gegeben zum Boni, wenn er konnte eine Tor mehr machen. Und ja, wir brauchen das, jedes Spiel bereit zu sein auf der Bank. Heute war Flo, andere Tag war Amin zum Beispiel, aber ich bin zufrieden, dass wir haben eine gute Kette, dass sie haben die Mentalität, alles zu unterstützen. Es ist normal, sie wollen nicht spielen, aber sie verstehen, wir haben ein Willenspiel. Und jedes Spiel wird die Gelegenheit haben zu spielen, und das brauchen wir für eine intensive Periode. Jetzt 3 englische Wochen in Folge. Wenn wir wollen spielen, immer die gleiche 11 Aufstellung. Es ist fast unmöglich. Christoph Stühn vom Sportinformationsdienst. Auch meine Frage geht auch an Herrn Alonso. Ich glaube, alle wussten, dass Ihre Mannschaft richtig gut Fußball spielen kann, zaubern kann. Vielleicht noch nicht so sehr, dass sie sich auch durchbeißen kann gegen so einen starken Gegner wie heute, wo es auch mal wehtut. Ist das die Mentalität und Qualität einer Mannschaft, die vielleicht auch Titel gewinnen kann? Wir sind noch im Oktober, so zu sprechen über Mai. Für mich ist es nicht intelligent,
Wir sind in einem guten Moment, ja. Aber es gibt noch viele Spiele zu spielen. Jeder Gegner ist sehr hart. Aber ich bin zufrieden mit der Idee, mit dem Commitment von den Spielern. Sie haben Hunger und wir werden sehen. Aber über das zu sprechen, es ist nicht interessant. Ich spreche über Karabach und dann nach Freiburg und Spiel für Spiel. Engelbert Hensel von der Wolfsburger Allgemein. Herr Kovac, Sie haben das System geändert heute ein bisschen. Wie waren Sie zufrieden, wie die Mannschaft das umgesetzt hat? Ich finde, wir haben das sehr gut gemacht, denn Leverkusen war vor dem Spieltag die Mannschaft mit den meisten erzielten Treffern mit Bayern München und mit der zweitbesten Abwehr. Das heißt also, wenn man gegen Leverkusen dort mit einer Viererkette agiert, dann ist es schon schwierig, das zu verteidigen, weil eben Hoffmann, Wirtz, das sind schon Spieler, die sich in den Räumen so gut bewegen, beziehungsweise die dort die Passfenster aufmachen, sodass Granit Xhaka bzw. Palacios sie dann auch immer wieder finden. Und wenn sie dann die Bälle dort ungedeckt annehmen, können sie dann mit einem offenen Visier in die Tiefe laufen, dann aber auch dementsprechend spielen. Deswegen mussten wir so agieren. Ich finde, wir haben es gut gemacht, ordentlich gemacht, gerade auch in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut immer wieder rausgestochen. Wir sind immer wieder auch die Achter oder Zehner, je nachdem, wie man es nimmt, angegangen. Also von daher war das eine gute Geschichte und dann darüber hinaus geht es immer darum, wie interpretiere ich sowas. Es geht nicht in erster Linie immer um das System, sondern wie interpretiere ich das System passiv oder eben proaktiv. Und ich finde, meine Mannschaft hat das heute schon auch proaktiv gestaltet. Thomas Hirner von der Süddeutschen. Herr Kovac, um gegen ballbesitzorientierte Mannschaften zu Chancen zu kommen, muss man sich zu Fehlern zwingen. Was macht es denn aktuell so schwer, Bayer Leverkusen zu Fehlern zu zwingen und zu bringen auch? Ja gut, also es ist relativ einfach. Ich glaube, da erzähle ich Ihnen auch nichts. Wenn du Chancen haben willst, brauchst du den Ball. Und Leverkusen ist eine Ballbesitzmannschaft, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich glaube 57 zu 43. Also die, ja nicht wenigen Momente, aber wir haben ja schon nicht mehr den Ball gehabt als der Gegner. Du musst eben sauber sein, du musst in den Chancen, die du selbst erarbeitest, wie zum Beispiel Thiago in der ersten Halbzeit oder auch Jonas, das sind die Chancen, die du kriegst und die musst du nutzen. Wenn du sie nicht nutzt, dann passiert es immer wieder, dass du Fehler machst, weil der Gegner eben so gut ist und dann ist auch die Qualität im Abschluss eine sehr, sehr große. Und das ist im Moment, glaube ich, schon der Unterschied zwischen Leverkusen und uns, dass wir uns die Chancen erspielen, aber sie dann dementsprechend auch die Tore oder die Chancen in Tore ummünzen. Und daran arbeiten wir. Aber ich bin davon überzeugt, wir haben heute gegen einen sehr guten Gegner mithalten können und das wollen wir in den nächsten Wochen auch beweisen. Also haben Sie keine Befürchtung, dass, weil es jetzt die zweite Niederlage in Folge war, dass da jetzt sozusagen was bröckeln könnte? Na gut, wir haben jetzt 4 Heimspiele gespielt, 4 Auswärtsspiele. Wir sind nach meinen Berechnungen im Soll. Ja, natürlich hätte man sich gewünscht, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto hätten, aber trotzdem, die Saison ist lang, wie Savi auch sagt. Es ist erst Oktober. Wir wollen das nicht überbewerten. Natürlich haben wir 2 Spiele in Folge verloren, aber wir haben auch am Anfang der Saison 2 Spiele gewonnen und haben trotzdem nicht angefangen, dort zu denken, wir sind die Größten und jetzt werden wir nicht denken, dass wir die Schlechtesten sind. Also es geht immer wieder, man muss das Maß finden, man muss es gut interpretieren, analysieren und ich glaube, mit dem heutigen Gezeigten kann man aufbauen bzw. kann man die nächsten Wochen positiv angehen. Ja, nochmal eine Frage an Xabi Alonso. Patrick Schick saß heute wieder auf der Bank, er ist im Endeffekt aber nicht reingekommen. Lag es daran, dass das Spiel so knapp war oder was war der Grund? Ja, das Spiel war sehr knapp, war intens und ja, wir brauchen Pratik. Wir sind froh, dass er ist wieder in der Kader und hoffentlich er kann die Chance haben in der nächsten Spiel. Aber wie wir sehen, heute war intens, die Tempo war hoch, war ein eng Spiel. So ein bisschen mit mehr Kontrolle besser. Das erste Spiel nach 10 Monaten. Wir müssen besser entscheiden. Dann bitte nochmal in der dritten Reihe. Xabi, eine Frage nochmal zum Jeremy Frimpong. Das ist ja alles gar kein Zufall, die letzten Wochen.
Gibt es noch irgendwie was, wie du den Jungen beschreiben kannst in seiner Art, wie er Fußball spielt, wie wichtig er für euch ist? Ja, ich sehe einen mehr erwachsenen Jerry. Das ist wichtig, nicht nur gut zu spielen, aber auch zu bestehen die Profession, die Arbeit. Und ja, er ist sehr fokussiert, mit verstehen besser, warum macht diese oder andere Sache. Und er hatte letzte Saison einen großen Impact, aber auch diese Saison mit ein bisschen anderes Spiel, nicht zu viele Umschaltungen, mit ein bisschen Kontrolle, aber er ist auch ein wichtiges Spiel und zufrieden mit ihm, dass er ist wieder in der Nationalmannschaft. Er muss arbeiten, aber er ist in der richtigen Weg. Gut, dann vielen Dank. Euch eine gute Rückreise und viel Erfolg am Donnerstag. Dankeschön. Schönen Abend. Ciao.